Anweisung an Sisyphos. Was du tust, ist aussichtslos. Gut. Du hast es begriffen, gib es zu. Aber finde dich nicht damit ab, Mann mit dem Stein. Niemand dankt dir. Kreidestriche, der Regen leckt sie gelangweilt auf, markieren den Tod. Freu dich nicht zu früh, das Aussichtslose ist keine Karriere. Mit eigener Tragik duzen sich Wechselbälge, Vogelscheuchen, Auguren. Schweig, sprich mit der Sonne ein Wort, während der Stein rollt. Aber lab dich an deiner Ohnmacht nicht, sondern vermehre um einen Zentner den Zorn in der Welt, um ein Gram. Es herrscht ein Mangel an Männern, das Aussichtslose tuend stumm, ausraufend wie Gras, die Hoffnung, ihr Gelächter, die Zukunft rollend, rollend ihren Zorn auf die Berge. Dass dies ein anderer riefe als immer nur ich, der sich gebückt 10.000 Faden tief unter dem Himmel hindurch zwängt. Dass einer es riefe von denen, die ich ernähren muss, von denen ich lebe, die mich umzingeln, meinen eigenen Namen wimmern, die so und so vielen in mir, außer mir, meine Doppelgänger, nicht ich. Dass sie es fänden, was ich nicht finde. Etwas zu loben, mit starker Stimme auf Erden. Dass es ein anderer ausriefe, ich als Nicht-Ich, ich als Vollakademiker, ich als Sucher nach Transzendenz in Mülleimern und in Bibeln, ich als Hausherr mit Schnapstränen in den Augen, als einer, der einigermaßen schläft, als Bluthund, als Privatpatient, als sozialdemokratischer Staubsauger, ich als der, dem es gut geht wie jedem anderen, wie einem Schwachsinnigen, wie einem Gartenzwerg, Zuchtbullen, Rosenfreund, Stückzeitrechner. Oder geht es euch etwa nicht gut, ihr Nächstbesten? Seid ihr nicht froh, Mull zu haben, ihr Bluter, Mull in den Augen? Tragt ihr nicht über dem hinfälligen Fleisch die Manschette mit Hoffnung gestärkt? Meine Schatten, die ich verkauft habe, meine Doppelgänger und Larven, der Snob, der die Butterfässer aus den Akademien rollt, der Bastler kunstgewerblicher Bomben, der sein Feuer zapft aus knurrenden Flaschen, der ausgestopfte Sammler von Hirschgeweihen und Orden. Will diese Meute, will dieses Pack nicht dauernd das einigermaßen Beste? Lobt etwa sozial, wie er veranlagt ist, dieser Rattenkönig von Einzelhändlern und Aktivisten nicht stets zu früh, wonach ihm aus dem Gesicht das Wasser läuft? Das halbwegs Vorhandene, die kommunistische Zimmerlinde und das christliche Schnitzel?